Jo, du, wir sind jetzt hier wieder zurück mit am Start, meine Lieben. Genau, jetzt wollte ich gerade noch was. Ach ja, die produzieren ja unser hochwertiges Palmöl, aber ich glaube, ein Anubis kann man. Außer die sind am Band oben. Ich tue mal kurz den hier mal switchen, weil sonst rennt der ja ganze Zeit. Wenn die hier was produzieren, das ist ja dann auch ein bisschen blöde. Oh, müssen wir, wo sind? Ja, unsere Ag die Aquas glitschen hier drin wieder. Machen wir nochmal beide raus. Sorry, ich muss es mal kurz raus machen, weil die stecken hier drin nämlich fest. So. Da haben wir drin festgesteckt. Whatever. Oh, 132 hier schon wunderbar. Da, oh, jetzt sind wir richtig voll. Voll wie ein Eimer. Oh mein Gott. Stimmt ja wegen den Eiern noch. Müssen wir auch noch alle ablegen. So. Meine Lieben. Die Eier tun wir jetzt mal hin zum Ausbrüten. Wir haben uns ein Flyeres. Ausgebrütet. Na, der schöne entspannte 20 Minuten. Gerade passend so für eine Folge. So. Unsere Brutfarm hier, mega. So. Muss mir was überlegen, weil wir müssen ja irgendwo hin noch mit dem Bauplan. Ich kann jetzt hier nicht einfach hier mit dazu stecken hier. Also doch, packen wir einfach mit dazu, dann ist der hier gut verstaut. Warum habe ich hier 13 Salat? Salat ist immer gut. Nehmen wir mal. Ihr seht selber, wenn wir den hier nehmen, dann steigt hier gleich mal der Geilwert um einiges nach oben. Aber es geht verdammt schnell hier mit Salat. Sind alle gleich wieder on top dann. Ja, hier schrumpft es auch ganz schön. Das gefällt mir auch nicht, dass hier so viel schon schrumpft hier. Hier haben wir nochmal zwei Attäckchen. Was war jetzt noch? Medizin war noch. Oh, zack. Haben wir hier frei. Was haben wir hier? Hier sind auch nochmal zweimal Attacken drin. Und die Medizin. So, gut, Pumpgun. Braucht Flintenmunition, die können wir auch mal mit ablegen. So, Delay. Ja, ihr macht es hier mega. Produktion läuft. Jetzt können wir uns mal überlegen, ob wir mal langsam mal die Palium hochwertige Palium Feuerrüstung produzieren. Und sind die schon fertig? Nee, kann nicht sein. Ich dachte gerade, Anubis, zack. So. Ah, die war ja gar nicht hier. Ich will immer irgendwie zu den Waffen, aber die war ja da drüben. Polymerplatte ist fertig, das ist schon mal gut. Warum machen wir. Ich überlege gerade. Warum machen wir nicht unsere Rezepte alle hier rein, unsere ganzen Dinger hier einfach hier rein? Dann haben wir da oben nämlich mal mehr Platz. Oh, guck mal hier. Hitzereste der. Oh Gott, Jesus. Feuerrüstung nehmen wir doch glatt mit. Kann ich schon mal hier einmal produzieren, bitte. Ich sehe nicht, dass da hier was produziert. So. Sag bloß, ich brauche zu ewig jetzt. Nee, kann ja sein eigentlich, oder?
Ah ja. Einmal, genau. Ich habe mir nämlich gerade schon fast gedacht, da kann ja irgendwas nicht stimmen. So. Ja, wunderbar, hat sie fertig produziert. Meine Lieben, das ist hier Gesang in meinen Ohren. So, einmal Ablege. Ah ja, wir wollten jetzt einmal die hier nehme ich mit. Oh nö. Da fehlt uns jetzt hochwertiger Stoff. Oh, das ist ja schon mal super. Können wir hier neu machen. Puh. Bum, bum, bum. Dann einmal die. Gab's auch eine mit Kälte, gell? Muss mal kurz gucken hier. Wir haben ja hier einige Technologiepunkte freigeschaltet. Da wird ja dann auch hoffentlich die kälteresistente Palium-Rüstung mit drin sein, meine Lieben. Können wir uns hier mal umgucken. Oh, einen gigantischen Futterbeutel. Zielsucher, das ist auch mal geil. So, nehmen wir das hier nochmal mit. 3 Punkte haben wir noch. Ja, wir machen uns jetzt hier mal die ganzen Sattel und Ausrüstungen hier. Die haben wir hier auch noch nicht alle gekauft. So, guck mal hier. Eine kälteresistente Palium-Rüstung. Zack. Dann sieht das Ganze auch gleich mal viel edler aus. Haben wir auch ein bisschen mehr an Leben dann. So, und dann natürlich noch einen richtig edlen Paliumhelm. So, Anubis, ich danke dir. Gut, Zement können wir herstellen, Carbonfaser, Nagel weiß ich nicht. Riesiger Futterbeutel haben wir. Also wir sind soweit eigentlich relativ gut ausgestattet. Die Platine kann er kurz bauen. Was hat der hier? 24 und 96. Ha! Nehmen wir natürlich das hier noch mit. Ja, das macht er mit der Platine. Ihr fragt euch ja wahrscheinlich auch so, der Depp, stellt es erst jetzt her, was man hätte schon längst herstellen können. Die nehmen wir mit. Aber ja, so ist es halt, meine Lieben. Jeder ist da ein bisschen unterschiedlich hier. Aber so soll das Ganze ja auch sein. Ach, stimmt, der hat mehr. So, jetzt wollte ich aber hier mal bei Sonstiges. Ich glaube, ich nehme jetzt doch mal nur die legendären und epischen Sachen mit. Aber ist ja auch blöd. Ach, muss ich gerade kratzen. Ah. Ah, grüne sind hier nicht gut. Nur die blauen erstmal noch hier. So. Müssen wir überhaupt mal gucken, ob wir so viel Platz dann da haben. Marcel. So. Ja, da haben wir viel Platz. Aber ich überlege gerade. Gut, bei den Palsfernen können wir dann doch die Dinge hier alle reinmachen, weil die stören uns ja dann nicht. So, okay, so wie. Haben wir nämlich da unten wieder mehr Storage. Einfach mal den ganzen Kladderadatsch hier mal mit. Weil jetzt kann man nämlich das, hier alles mal ablegen. Ist ja auch schon mal mega.
Dann ist das Ganze gut sortiert. So, hier alles ablegen. Fabi. Fertig, was kann man hier noch produzieren? Gut, das muss der jetzt ja aber nicht mehr fertig machen, das soll sich mal um die Palskern hier kümmern. Okay. Ja, für den anderen haben wir jetzt nichts, da doch hätten wir hier noch ein bisschen Steinkohle. Gut, Steine kommen hier auch nicht da rein. Ach, das ist vielleicht schon. Platine schon. Steichen geht mal nach da. Oh, guck mal hier, das ist auch schön, nehmen wir mit. Hier gibt es wieder 200 Erz. Das ist auch schön, hier das im eigenen Lager zu haben. Das Erz. Kommt hier nicht rein. Jetzt haben wir nämlich auch hier wieder ein bisschen, ein klein wenig mehr Platz hier drin. Aber trotzdem den ganzen Schmuck brauche ich nicht. So, hier gibt es auf jeden Fall genug von dem Palöl. Können wir hier nämlich mit ablegen. Jawohl. So. Was machen wir jetzt? Tja, jetzt wieder so eine Frage. Wir wollten ja Bellanoir Dings bauen. Ich erinnere mich, ich muss nur kurz gucken, was wir dafür benötigen. Und zwar, das war nämlich 100 Stein und 20 Palium pro Stück. Das nehmen wir mit. Ich glaube, der hat ja schon 20 Stück hier. Puh. Wieder viel zu viele produziert, so viel brauche ich ja eigentlich jetzt gerade nicht. Ich will ja eigentlich hier nur 36, so, und einmal 100 Stone brauchen wir noch. Aber ich denke mal, die hier haben gute Arbeit geleistet. Können wir uns 100 Steine mitnehmen. Oh. Die haben sogar soweit sehr gute Arbeit geleistet. Da springt auf jeden Fall für uns 200 Steine raus. Ah, stimmt ja, wir wollten hier noch so ein Ding hinsetzen, so ein Wägelchen. Ich hatte es wieder vergessen, meine Lieben. Ich hatte es wieder vergessen, halt 100 Steine. Ja. Wollte noch mal kurz gucken. Holz 50, Metallbarren 50, okay. Nur, dass ich ungefähr mal planen kann. Holz und Metallbarren. Oh,
Warte mal. Metallbarren 50, Hammer da. Irgendwas mit 70. Oh ja, super. Das hier brauche ich. Dann machen wir den hier mit. Der hier ist schon fertig. Der ist auch schon fast fertig. Den hier geht nicht da rein. Den brauchen wir gleich. Das hier geht weg. So. Mal gucken, wie schnell das bei dem geht. Müssen wir trotzdem mal gucken, hier 79 Hammer, das heißt 21 Stück werden wir bei 100. Okay, passt. Ein Holz brauchen wir auch noch. 50. So. Die Lage passt erstmal. Genau. Bisschen an der richtigen Stelle. Wir ziehen kurz um. Oh, meine Lieben. Ja, meine Lieben, was ist denn hier los eigentlich bei euch? Immer wenn ich hier zu euch komme, dann wird hier nichts geschafft. Echt, ihr schämt euch keinen Zentimeter. So. Ah, stimmt, hier hätten auch die Dummuts neu setzen können. So, das Pfahlding, aber wir wollten ja stattdessen nochmal Element, nochmal eine Petilla da rein. Ja, so. Ah, hier ist ja auch noch, ach, Belieferer, zweite Fotodruck haben wir auch noch full. Dann machen wir hier nochmal ein bisschen Salat. Zack, 40 Stück. Ja, weil Ragnarok ist hier am Start. Da, hier wird schon gechillt. Kochtopf auf Sprung kümmern. So, einen Beschwörungsaltar, meine Lieben. Wo machen wir denn das gute Stück hin? Hätten wir hier noch irgendwo unseren Platz? Wenn nicht immer die ganzen Tals hier rumrennen würden. Ah, komm, hier hat Platz hier neben der Farm. Machen wir die mal so hin. Jawollo. Ja, hier brauchen wir dann natürlich hier eine Steintafel. Öffnen. Mächtigen Tal beschwören. Ja, ich raff's hier gerade überhaupt nicht, aber okay. Damit habe ich keine Ahnung, dies. Sammeln hier die Tomaten manchmal, also habe ich so das Gefühl hier nicht ein. Wir lassen die halt hier drin chillen. Tja. Ja. Ah, fuck. So. Da wollten wir hin. Und zwar, ich wollte nämlich was Schönes hier hinsetzen. Ihr wisst ja noch was. Das da. Finde ich süß. So. Uns fehlt Holz. Ich glaube, da müssen wir noch mal kurz ein bisschen Holz hacken gehen. Haben wir hier direkt vor der Tür weit und breit Holz. Mm-mm-mm-mm-mm.
Okay. Passt. Das Erz können wir auf jeden Fall. Jetzt laufen wir wieder so langsam. Mal ablegen, ablegen, ablegen. Ja, also meine Lieben, das hier brauchen wir wirklich nicht ewig. So, also komm schon. Da arbeitet unser Anubis ja um einige schneller hier. Super. Nehmen wir alles mit für unser Lager drüben. So an sich schaden kann es ja eigentlich nicht. Wunderbar, meine Lieben. Dann läuft die ganze Geschichte. Ich schleppe so viele Gegenstände mit mir rum. Höre ich eigentlich ungern sowas, aber macht nichts. Dack, 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 dack. Erz, Palliumbruchstück, Palsaft. Optimal, fertiges. Zack. Dann sieht die Sache sauber aus. Und meine Lieben, in der nächsten Runde, oder schaltet auf jeden Fall ein zur nächsten Folge. Da gucken wir mal, was wir dann noch so Schönes machen können.